Ja, und herzlich willkommen zurück zu Icewind Dale, heute zu einer etwas kürzeren Aufnahmerunde. Und zwar werde ich auch viel schneiden heute. Ich werde euch ein bisschen was, ich werde mal einen kleinen Mix rausmachen. Ich glaube, das werde ich bis zum Ende des Projekts ein bisschen durchziehen. Hatte ich ja das letzte Mal schon angekündigt. Und hier sind wir jetzt kurz vor der Seherin. Oh, ein Gesicht, sehr schön. Hier auf diesem Weg zur Seherin passiert uns eigentlich nicht viel. Wir haben ein paar Eisgolems. Die sehen wir dann hier und da sind auch noch welche, wenn wir dann auf der Karte sehen. Also wir haben uns durch ein paar Eisgolems geprügelt, die uns eigentlich keine großen Probleme gemacht haben bisher. So, das einzige sonst Interessante hier ist hier in diesem Bereich, das ist ein kleiner Remoras, den wir mit Fernkampfzaubern und Pfeilen behaken können. Er kann das nicht angreifen, das ist ganz interessant. Und ja, den habe ich halt mit der Magierin behakt, weil ich dachte, okay, warum Munition verschwenden, wenn wir ja sowieso dann einfach rasten können. Und da habe ich mal gesehen, dass er doch ein bisschen was wegsteckt durch die Magieresistenz. Dann konnten wir mal gefahrlos den Feuerstrahl nutzen. Und dann nach einer kurzen Weile haben wir dann auch tatsächlich einen toten Remoras und das ist dann die Sache, auf die ich dann eigentlich abgesehen habe, weil es das den Schatz, den er fallen lässt. Der ist nicht schlecht, muss man sagen. Also der ist nicht schlecht. Da kommen wir dann zum Ende des Videos nochmal drauf zu sprechen, was genau das ist, weil ich zu dieser Zeit natürlich nichts identifizieren kann. So, noch ein Eispfeil. Man sieht, er steckt ganz gut was weg. Noch mal ein Feuerpfeil. Ja, also noch ein, den überlebt er auch noch, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und dann, ja, der haut, also der steckt ganz gut was weg. So, und bei dem magischen Geschossen haben wir das Problem, dass der wieder viele davon einfach durch seinen Widerstand einfach wegfrisst. Aber dann ist es auch erledigt. So, und jetzt kommt der kurze Trick. Wie kommen wir jetzt daran? Wir können da ja nicht hin. Und zwar müssten wir dafür den zweiten Grad, und zwar, nee, nicht zweiten, dritten Grad, oder was, vierter Grad? Vierter Grad, Entschuldigung. Und zwar müssen wir das Dimensionstor drin haben. So, wenn wir den jetzt drin haben, den werden wir zweimal reinlegen und dann können wir da ganz einfach hinspringen. So, das werden wir jetzt hier mal tun und können uns irgendwo hin teleportieren. Teleportieren wir uns da natürlich rein, zack, sammeln die Halskette auf und springen wieder raus. Und dann hat sich das. So kommt man da ganz einfach ran. So, und nach ein paar weiteren Kämpfen gegen ein paar Golems, befinden wir uns doch tatsächlich vor der Eiswand, die wir mit Hilfe des Eisspiegels einfach so durchschreiten können. Und da ist die nette alte Dame, die uns hier helfen soll, die Seherin. Hallo. Der Tod naht mit raschen Schwingen. Mein Versteck ist nicht länger ein Ort der Zuflucht. Eure Augen? Was ist mit ihnen geschehen? Meine Augen? Ah, meine Augen. Sie haben mir zu gute Dienste geleistet. Was meint ihr? Meine Axt kann aus härtestem Stahl sein und so scharf, dass sie ihren Träger spaltet. Ein Feuer kann so heiß glühen, dass es das Kind, das seine Wärme sucht, verbrennt. Und Augen können mit solcher Weitsicht gesegnet sein, dass eine Frau das Ende ihres eigenen Lebens sehen kann. Der Anblick meines eigenen Todes hat meine Augen in Staub verwandelt. Aber noch immer sehe ich vieles, Vergangenheit und Gegenwart, hier und anderswo. Euer Kommen und meinen Tod miteinander verknüpft wie die Glieder einer Kette. Euer Kommen ist der Grund dafür, dass ich mich hier verberge. Denn in meinen Visionen wandelt mein Tod in eurem Schatten. Daher bin ich von meinem Volk geflohen und habe versucht, mich vor euren Augen zu verbergen. Und deshalb habe
habe ich dieses Treffen so lange gefürchtet. Doch Furcht ermüdet den Geist. Und außer weiterer Furcht hat es mir nichts gebracht. Tötet mich, wenn ihr wollt. Oder lasst mich hier und sie wird mich finden und töten. Von wem redet ihr? Ihr habt die Kreatur gesehen, die Wilfdens Körper wie einen Mantel trägt. Sie hat gut gewählt. Wilfden ist besessen, wovon? Sie ist die Seele einer, die vor langer Zeit im Norden starb. Und sie trägt in sich den Tod des Nordens. Sie hat Wilfdens Körper übernommen. Und damit auch das Herz seines Volkes. Sie ist schlau und bewegt sich wie Eis. Langsam und geduldig. Sie wird ein schwieriger Gegner sein. Denn sie trägt den Tod in sich. Wie ihr alle. Also wie können wir diese Kreatur besiegen? Alles hat eine Schwäche. Und diese teilen die Kreatur, die Wilfdin ist und ich. Das Sehen. Wisst ihr, warum ich mich hier versteckt habe? Warum ich diesen Ort wählte? Das Eis ist ein Schild. Stärker als Stahl oder Eisen. Die Kreatur, die Wilfdin ist, weiß es zwar nicht. Aber sie kann sich dem Eis nicht nähern und dabei Wilfdin bleiben. Warum nicht? Eis ist etwas Merkwürdiges. Man kann hindurchsehen und sich doch auch selbst darin sehen. Darin liegt Macht. Die Kreatur in Wilfdens Körper ist ein stolzes Wesen, wie alle ihrer Art. Sie kann es nicht ertragen, sich als etwas zu sehen, das sie nicht ist, gleichgültig in welchem Körper sie sich verbirgt. Der Spiegel, mit dem ihr euch hier Zutritt verschafft habt, wird sie zwingen zu sehen. Und wenn sie sich sieht, wird Wilfdens Körper von ihr rinnen wie Wasser. Zurückbleiben wird nur das Biest, der große Wurm aus Eis und Schnee. Haltet ihr den Eisspiegel vor. Sie wird ihn erkennen, denn er ist aus ihrem Element. Und jedes Ding kennt seine eigene Natur. Aber ihr könnt doch sehen, was Wilfdin ist und was er nicht ist. Kommt mit, die... In ihrem Schatten lauert mein Tod. Ich werde mich ihr nicht nähern. Der Spiegel genügt. Und meine Worte sollen nur durch euch gehört werden. Oder? Na gut, wenn ihr nicht mitkommt, muss der Spiegel halt genügen. Ich werde ihn zu Wilfdin bringen. Wenn ihr diesen Ort verlassen möchtet, kann ich eure Reise beschleunigen. Jedoch nur bis zum Eingang von Finsterfrost, nicht weiter. Wünscht ihr meine Hilfe? Ja, bitte bringt mich nach oben. So, dann sind wir zurück und gehen zurück nach Waldheim. Können da dann die Eisrose abgeben und das Amulett identifizieren. Als erstes identifizieren wir einmal das Amulett. Das machen wir über den Händler. Da haben wir... Und Kossos Blut, das dafür sorgt, dass der Zeitaufwand generell um 2 verringert ist und wir 20% mehr Feuerschaden machen. Das ist gar nicht so schlecht. So, geben die Eisrose ab, bekommen dafür tatsächlich sogar einen Levelaufstieg. Und zwar hat... gleich eine ganze Portion, also alle von unseren Leuten haben gleich einen quasi abgekriegt. So, hier machen wir nochmal eben zack. Können wir gleich noch ein paar neue Zauber auslegen. Wir können Taschendiebstahl und List noch erhöhen. Das mache ich auch erstmal auf List. Weiter geht's auch nicht, haben wir Maximum erreicht und gut. Nutzen wir sowieso nicht. Und unsere Magierin dann auch noch. Einverstanden. So. Dann geht es los. Zauber. Kannst du... Du kannst... Oh, einen dritten Grad Zauber kann der Waldläufer. Und zwar habe ich ihm die Sturmschutzhülle gegeben. Dann geht es weiter mit der Priesterin. Die einen neuen Zauber 4. Da mache ich nochmal Heilung rein. Genauso wie beim 5. Beim 6. bleibt so. 7. ist auch in Ordnung. So. Unsere Druidin hat Stufe 7 Zauber. Kriechender Tod. Mal beißen und stechen, dann sterben sie mit einer Vernichtung, tötet der Schwan somit nur als jedes Wesen, das nicht. Ja, das sieht doch gut aus. Kriechender Tod landet dann auch prompt in der Auswahl.
So. Dann haben wir noch den fünften Grad, wo wir einen mehr bekommen. Da bin ich mir nicht ganz so sicher, ob ich vielleicht eventuell Heilung nehme. Aber ich glaube, lebende Töten ist vielleicht auch nicht verkehrt. Da weiß ich jetzt ehrlich nicht mehr, was ich gewählt habe. Da muss ich jetzt selber erstmal entspannt zuschauen. Lebende töten, ja genau. Zaubergrad 4 haben wir als nächstes. Da ist noch einer frei. Da habe ich nochmal Tiere beschwören genommen und ansonsten passt das ja alles. Dann haben wir noch die Magierin, die jetzt wieder einen ersten Gradzauber hat, der mit magischem Geschoss natürlich vollgesetzt wird. Zweiter Grad, da haue ich nochmal den Säurepfeil, glaube ich, rein. Wenn ich mich nicht täusche. Ich baue die als Schadensmaschine auf. Nach wie vor. Die macht auch gut Schaden. Also die ist nicht schlecht. Furchtbannen brauchen wir auch nicht. Man guckt sich halt immer noch ein bisschen um. Aber ich glaube, ich habe den Säurepfeil wieder genommen. Ja. So, dann der dritte Grad. Da gibt es nochmal einen Flammenpfeil. Ne, da gibt es nochmal einen Feuerball. So, nehmen wir den mal mit. Und haben jetzt noch... Oh, siebter Grad. Sehr schön. Finger des Todes. Hier habe ich mich für die... Hier habe ich mich für die sieben Augen entschieden. Die werden da hineingesetzt. So, dann haben wir den Aufstieg hinter uns, können nochmal eben uns hier umschauen. Die Tierjäger hier, die Felljäger, Pelzsammler, die Pelzjäger, die sind inzwischen alle tot. Also keiner mehr da. Und dann können wir, Emmerich dazu befragen. Und wir erzählen ihm auch, dass wir halt eben mit einem Wolf gekämpft haben oder einem Wesen halt in der Richtung. Und dass der Dolch halt keine Wirkung zeigte. Das Ganze könnten wir nochmal in der Taverne uns nochmal drüber unterhalten, über diesen Wolf. Das werden wir auch tun. Die werden alle so ein bisschen, sagen uns alles was dazu. Und dann erfahren wir halt auch relativ schnell, dass es sich wohl um einen Werwolf handeln mag. Was wir Emmerich auch erzählen, dass halt eben ein Werwolf dahinter steckt, und dann stellt sich halt eben halt raus, dass er wohl der Werwolf ist. Also er ist der Werwolf, der die Pelzjäger getötet hat, und das ist, treibt ihn so ein bisschen in eine Depression. Zurück in der Taverne erfahren wir dann von Kiran, dass er ein Amulett hat, das dafür sorgt, dass er sich nicht mehr verwandelt. Also er kann den Fluch nicht brechen, aber er verwandelt sich dann nicht mehr. Was wir natürlich dankend annehmen und Emmerich dann auch überreichen. Und damit ist diese Nebenquest dann auch erledigt. Und wir können uns hier umschauen. Wir haben in Waldheim alles erledigt und können zurück zum Barbarenlager, um Wilfdane zu konfrontieren. Was wollt ihr hier, Fremdling? Dieses Mal ist kein Schamane da, hinter dem ihr euch verstecken könnt. Ich war bei der Seherin der Eishöhlen, sie schickt mich zu euch. Ihr verliert einen Schamanen, der euch schützt. Und jetzt versteckt ihr euch hinter einem anderen. Und warum schickt sie euch zu? Um euch ein Geschenk zu überbringen, hilft denen. Um mir einen Spiegel zu schenken? Ihr amüsiert mich, Fremdling. Weder ich noch mein Volk haben für so etwas Verwendung. Spiegel sind ein Spielzeug eures Volks. Sie dienen der Eitelkeit von Narren und Weibern. Warum sollte die Seherin mir so ein Ding schenken? Das ist doch garantiert irgend so ein Fremdlingstrick, um mich zu töten. Ihr erhofft euch wohl mehr Erfolg als euer Vorgänger. Ihr sagtet, ich verstecke mich hinter einem Schamanen, aber die ganze Zeit versteckt ihr euch hinter einem Wald von Worten. Ich bin Wilfdin, gesegnet und geleitet vom Geiste Jerots. Ich fürchte nichts und niemanden, Fremdling. Behauptet ihr, und doch erscheint euch ein einfacher Spiegel so fürchterlich? Und was seht ihr? Welche Wahrheit wird euch enthüllt? Ich sehe einen Mann, der sich selbst akzeptiert, ob gut oder böse. Ein Mann, der die Wahrheit seines eigenen Spiegelbilds nicht fürchtet.
Wilf, den wird die Wahrheit seines Spiegelbilds sehen, Fremdling. Er wird einen von den Toten auferstandenen König sehen. Das Erstehen einer großen Nation und den Sieg seines Volkes. Er wird sehen, wie 10 Städte vom Angesicht Färüns getilgt werden. Zeigt mir den Spiegel und seht einen König. Ha, euer Spiegel ist genau das, was ich mir vorgestellt habe. Ein Spielzeug, das... Nein. Oh nein! Das darf nicht sein! Was habe ich getan? Diese grässliche Gestalt entweiht meine Würde und Ehre! Genug! Weg mit dem Spiegel! Würde und Ehre, wa? Oh, hallo? Ah, der Anblick schmerzt, nicht wahr, arme Seele? Ich kenne den Schmerz nur zu gut. Und sich zu sehen, wie man wirklich ist, das ist das Schmerzlichste von allem. Seht in den Spiegel, Kreatur, die ihr Wilfdehn seid. Seht die Wahrheit. Seht euch selbst. Was weißt du schon von Schmerz, du Hexe? Ich hielt den Norden in meinen Klauen. Wenn ich die Flügel ausbreitete, verdunkelte sich das Antlitz der Welt. Ich war eine Göttin. Ein Mann. Ein einziger Mann hat mir all das genommen. Mein Leben, meine Liebe, alles, was ich war. Aionen, ich verfluche dich und die Deinen. Der Tag wird kommen, an dem ich die Menschheit auslösche. Und mit dir fange ich an, du Heck. Es ist vollbracht. Liegt schon sehr in eurer Wunde tiefer, aber möglicherweise können wir euch noch retten. Dies ist eine Wunde der Zeit. Sie kann nicht geheilt werden. Meine Zeit ist abgelaufen. Es war sehr mutig von euch herzukommen, Seherin. Ich habe festgestellt, dass sich Angst, Todesangst, nur schwer überwinden lässt. Aber ich werde nicht zulassen, dass die Hoffnung meines Volkes und die des euren von der Angst einer alten Frau zunichte gemacht werden. Der Tod holt uns alle. Und ich kann ihn sogar sehen. Jetzt heiße ich ihn willkommen. Lebt wohl, Seherin. So, wir haben Wilfdehns wahre Identität enthüllt und ein Teil, also der Stamm, der noch loyal hinter ihm steht, wendet sich natürlich jetzt gegen uns und deswegen müssen wir jetzt erstmal hier im Zelt aufräumen. Und zwar, die Krieger des Würms sind jetzt feindlich und die des Elches jetzt hier in dem Zelt sind freundlich und der Elchstamm ist ja auch ein Barbarenstamm, der viel in den Roman vorkommt und so nur nebenbei war. So, nachdem wir uns nämlich hier durch das Zelt gekloppt haben, sieht das draußen nämlich nicht viel besser aus. Mal abgesehen davon, dass wir es ein bisschen ausrüsten können, draußen sind die auch noch gut am Kämpfen und nachdem dann alle feindlichen Barbaren besiegt wurden, geht es nämlich dann weiter und dann können wir unserem eigentlichen Reiseziel näher kommen. Und zwar am Ausgang von dem Barbarenlager wartet dann Scholder auf uns, der uns sagt, dass unsere Aufgabe noch nicht erledigt ist. Das geschafft, meine Freunde. Der verderbte Geist ist aus Wilfdens Körper geflohen. Eure Heldentat wird für alle Zeit von meinem Volk besungen werden. Leider aber ist eure Reise noch nicht zu Ende. Dieser Geist, diese böswillige Seele eines großen Würmen, ist zwar vom Schlachtfeld geflohen, aber sie ist immer noch frei, um ihrem Drang nach Schrecken und Vergeltung nachzugehen.
Ich fürchte, dass die Gefahr seiner Rückkehr wie eine Wolke des Bösen über den Köpfen meines Volkes hängen wird, bis wir ihn zur Strecke gebracht und vernichtet haben. Ich möchte euch bitten, noch einmal die Waffen gegen diesen alten Hass zu ergreifen, damit mein Volk und euer Volk schließlich in Frieden leben können. Okay, wir würden gerne helfen, aber wie ihr selbst gesagt habt, der Geist ist geflohen. Wie sollen wir wissen, wohin? Ich habe erfahren, dass Wilf den gerade vor 2 Tagen befohlen hat, mit einem Schiff 1 Dutzend Jungfrauen auf eine Insel im Treibeismeer zu bringen. Die Insel war einst eine heilige Stätte, an dem ein alter Stamm seinem Schutzgeist, dem großen Würm, Opfer darbot. Der alte Stamm ist vor langer Zeit ausgestorben und mit ihm der Brauch, Jungfrauen zu opfern, um den großen Würm zu besänftigen. Ich glaube, dass der Geist, den wir heute vertrieben haben, und der alte Geist des großen Würm ein und derselbe sind. Deshalb hat Wilf den solch ein Opfer angeordnet. Ihr glaubt also, der Geist könnte auf diese Insel geflohen sein? Ein Schiff liegt bereit, um euch auf die Insel zu bringen. Die Krieger des Stammes des Grauen Wals, unsere seefahrenden Vettern im Westen, sind bereit, euch den Weg zu zeigen. Also gut, wir werden sofort aufbrechen. Viel Glück, meine Freunde. Möge euch Tempos weiterhin seine Gunst auf dem Feld des Ruhms zuteil werden lassen. Lebt wohl, Holger. So, dann begeben wir uns dahin. So, hier ist die besagte Insel und hier, ja, geht's dann in der nächsten Aufnahmerunde weiter. Wir noch ein bisschen Heilung zukommen lassen, ein bisschen Zauber durchkontrollieren, also identifizieren jetzt am Ende. Wir haben jetzt nichts, was wir ausrüsten großartig, außer ein Mantel der Unsichtbarkeit. Wir können den Träger dreimal Unsichtbarkeit auslösen und da unsere Druiden noch nichts trägt, haben wir den einfach gegeben, ob ich den wahrscheinlich eh nicht benutzen werde unbedingt. Und ja, hier geht es dann beim nächsten Mal weiter und bis dann, gehabt euch wohl.